Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Dieser unausstehliche Moment, wenn das Internet mal wieder langsamer ist als die Trinkwasserversorgung im Sudan. Dieser Moment, wenn Mama nicht bei McDonald's halten möchte. Das hat sich Cäsar sicherlich auch ganz anders vorgestellt. Da nimmst du ganz Europa ein und dann Konzerthallen, Theater, Statuen, nö. Am Ende benennen sie sich nach einer Dose Hundefutter. Wir Menschen sind nicht abhängig von der Technologie. Ach ja, eben ist die Rolltreppe ausgefallen. Ihr hättet die Gesichter der Leute sehen müssen, die hilflos dastanden und sich gedanklich sagten, sagt meiner Mutter, dass ich sie liebe. Der Pfarrer ist im wohlverdienten Urlaub. Ein junger, unerfahrener Kollege vertritt ihn bei der Beichte. Die erste Sünderin kommt und beichtet. Vater, ich habe gesündigt. Ich habe einen Penis gesehen. Vollkommen irritiert stammelt der junge Priester, betet drei Vaterunser und gehe in Frieden. Sünderin Nummer 2. Vater, ich habe gesündigt. Ich hatte außerehelichen Verkehr. Entsetzt stammelt der Priester, betet drei Vaterunser, Ave Maria und 10 Rosenkränze. Sünderin Nummer 3 beichtet. Vater, ich habe gesündigt. Ich hatte Analverkehr. Nichts wissend, welche Sünde angemessen sei, fragt er einen gerade vorbeikommenden Ministranten. Psst, was gibt der Priester bei Analverkehr? Antwort, 5 Mark und eine Tafel Schokolade. Gleich klatscht es, wenn du nicht die Fresse hältst. Wohl eher bei dir. Nein, mein Sack auf deinen Damm. What do you call a deer with no eyes? No idea. Habe mir eine Kreissäge gekauft. Sieht nur geradeaus. Ich kaufe mir eine Eule. Die sitzt dann auf meiner Schulter und immer wenn jemand etwas sagt, wir dann so, Eule, who ich cares? Mein Boss fragte mich, wer denn der Dumme sei, er oder ich. Ich antwortete ihm, dass jeder weiß, dass er keine dummen Leute einstellen würde. Notiz an mich, ein heißes Backblech sieht aus wie ein kaltes Backblech. Um morgens in der Bahn nicht als asozial zu gelten, spreize ich den kleinen Finger von der Bierflasche ab. Tür ganz leise und langsam schließen, damit ich niemanden wecke. Tür so auf den letzten Zentimeter. Und wie macht die Trompete? Frauen haben es gut, wenn sie Hunger haben, können sie sich etwas kochen. Manchmal sitze ich zu Hause und denke, warum liegst du eigentlich nicht? Ich habe unser WLAN in nichts verbunden umbenannt. Meine Familie dreht völlig durch. Mein Name ist H1, Heinz 48, geht mit der Zeit. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Mit einem Daumen hoch würdest du mich grandios unterstützen. Wenn du gerade neu hier bist, abonnier doch meinen scheiß Kanal. Bis nächste Woche.